Und sei Liga, ihr habt uns wieder zurück. Ja, Nacht drüber geschlafen, nach Public Viewing, immer noch nicht geil. Der kleinste Teil ist Trauer, der andere Teil ist einfach nur Galgenhumor, Gleichgültigkeit und dieses, was soll die Scheiße eigentlich, dieses Dauerangepisst sein, Frust pur. Ja, nicht geil, natürlich nicht geil, aber hoch verdient, über die komplette Saison gezogen. Ja, schöne Floskeln, ich weiß, aber wir haben den Abstieg nicht mit diesen Relegationsspielen, nicht mit der letzten Willigphase uns eingebrockt, sondern durch die ganze Saison. Viel zu viele Personalien, 3 Trainer wieder verschlissen, ob man jetzt den Korko zu früh geschmissen hat, ob man jetzt den Weinzierl zu spät geschmissen hat, ob Reschke von vornherein das große Arschloch war, ob Dietrich von oben nonstop unseren Verein und die Spieler auf dem Platz so krass beeinflusst hat, dass es sowieso nichts werden konnte und er der Schuldige ist an unserem ganzen Versagen. Sucht euch jemanden raus, ist völlig scheißegal. Im Endeffekt stehen die Spieler auf dem Platz und die haben nicht geliefert. Gestern, ja, war erste Hälfte okay. Bisschen waren wir auf jeden Fall besser, spielerisch und alles. Hatten unsere Chancen, haben auch ein Tor geschossen. Das gefällt mir wieder nicht, dass wir wieder alle auf Gonzales rumhacken und so ein Arschloch, wegen dem sind wir abgestiegen, bla bla, sind wir nicht. Auch wenn wir nicht verstehen müssen, warum das jetzt unbedingt dahin läuft, einstudiert und so, war es ja scheinbar nicht. Was es soll, weiß kein Mensch. Zweite Hälfte kam einfach zu wenig von uns. Sogar 2 Pfostentreffer von Union hätten sogar in Führung gehen können mit ein bisschen mehr Glück. Ich weiß nicht, ob das Handspiel erste, zweite Hälfte war, wo er den hier quasi macht, den Ball hier bekommt. Natürlich nicht gewollt, darfst du auch als Elfmeter eigentlich nicht pfeifen, hat er auch nicht gemacht. Aber wenn man halt sieht, was alles schon gepfiffen wurde an Elfmetern, was alles für Handelfmeter gepfiffen wurde, wie jetzt quasi diese Linie in Sachen Handspiel im Prinzip Ball berührt Hand, egal wie gewollt, egal was der Spieler dagegen machen kann, gibt Elfmeter, das ist ja quasi Linie zurzeit, dann musst du sowas halt einfach pfeifen. Aber da haben wir halt ja wieder ein paar interessante Konsorten da im Keller hocken, in ihren Kellern da, in den Kellern Deutschlands, schafft den Scheiß einfach ab, es funktioniert nicht, fertig, aus. Genauso, weil es natürlich das Beispiel hier ist, 2 Dinge, Relegation, schafft die Scheiße ab, es braucht kein Mensch. Ich wäre viel lieber als 16. verdienterweise nach 34 Spieltagen runtergegangen. Fertig, aus. Viel lieber. Dieses Drama und alles braucht kein Mensch. Es fühlt sich ja jetzt, fühlt sich für mich jetzt auch immer noch nicht an, als wäre irgendwie die Saison schon vorbei, weil wir jetzt diese Bonusspiele hatten und so. Und es einfach noch nicht real ist, dass wir irgendwie abgestiegen sind. Das kommt wahrscheinlich jetzt erst noch irgendwann, wenn die ersten Spieler sich verpissen. Da wird jetzt ein großer Ausverkauf stattfinden. Ich hoffe, ein paar Junge behalten wir wenigstens. Gomez bleibt auf jeden Fall, hat er schon gesagt. Jetzt kommen so Sachen wie Kempf und Kabak-Ausstiegsklausel wegen Abstieg und so weiter. Da wird viel passieren. Da vertraue ich aber Hitzesberger und Mislintat vom Kieler Trainer, den wir geholt haben, kann ich noch nicht viel sagen, aber den beiden vertraue ich, dass sie da einen gescheiten Kader zusammenstellen für die 2. Liga, wirklich ein richtiges Aufbäumen diesmal, den zweiten Umbruch quasi einleiten, mit dem zweiten Aufstieg in Abstieg in der kürzesten Zeit und nicht so verkacken wie mit der Rückrunden-Vizemeister. Die haben sich viel zu sehr an diesem Ergebnis aufgegeilt. Dann das andere, Auswärtstorregel, warum?
die verstehe ich in keinem Wettbewerb. Warum irgendwelche Tore mehr gewichtet werden, ich werde es nie verstehen. Wir spielen beide Mannschaften einmal zu Hause und einmal auswärts. Es gibt keinen Vorteil für nicht. Es gibt keinen Vorteil. Alle haben genau die gleichen Voraussetzungen. Warum werden da Auswärtstore mehr gewichtet? Und dann fliegst du halt mit zwei Unentschieden dann trotzdem in Summe raus, weil der Gegner zwei Auswärtstore mehr geschossen hat. Toll. Wir haben dafür zwei Heimtore mehr geschossen. Ich verstehe die Logik nicht. Jetzt kein irgendwie Rausreden aus der Sache oder Erklärungen oder sowas ausreden. Nee, wir sind verdient abgestiegen. Fertig aus. Bin mal gespannt. Werden bestimmt noch ein paar Videos von mir kommen. Jetzt rund um Kaderneuerungen, wie geht's weiter und bla bla bla. Natürlich, wie immer, mein Rückrundenzusammenschnitt. Ha, der wird lustig. Mal gucken, wie ich das machen soll. Weil jede Musik, die ich dahinterlegen kann, hat irgendwie einen Höhepunkt. Aber unsere Saison halt nicht. Unsere Rückrunde nicht. Wird interessant. Und natürlich mein Stadion-Vlog-Zusammenschnitt auch. Und dann, ja, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Kann ich ein bisschen mitschreiben, weil ich habe auf jeden Fall hier bestimmt irgendwas vergessen zu sagen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.